Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André, das ist die Rita und heute geht es um ja, das Schönheitsideal des Mittelalters, um Kosmetik, überhaupt schön sein im Mittelalter, könnte man sagen. Rita, schön, dass du da bist. Hallo André. Du bist genau wie ich historische Darstellerin. Wir kennen uns von ganz vielen Veranstaltungen. Also ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon über den Weg laufen. Viele, viele Jahre. Ja. Und ich weiß, du warst gerade letztens erst auf meinem Kanal, nämlich in der Doku, in der IPRA in Schaffhausen ist, da warst du in der Küche zu sehen. Ja, genau, richtig. Also du warst gerade erst da. Aber dein Hauptthema ist ja Schönheit, Kosmetik, all die Sachen, Hygiene. Und darum soll es heute gehen. Super, genau. Mir ist das Handwerk in der Küche ein bisschen zu schmutzig geworden und zu sehr nach Zwiebeln und Speck riechend. Und deswegen habe ich da ein bisschen umgesattelt auf Richtung Schönheitspflege, Hygiene, Körperpflege und den Themenbereich. Und wo wir beim Thema Schönheit im Mittelalter sind, was ist schöner als mittelalterliche Handschriften? Also wenn es etwas gibt, was die ganze Schönheit des Mittelalters einfangen kann, dann sind es diese Werke. Und heute sind sie uns zugänglich als Faksimile. Der Verlag Müller und Schindler hat es sich schon vor sehr langer Zeit zur Aufgabe gemacht, solche Werke wieder zugänglich zu machen. Sie werden sehr exakt reproduziert. Ganz genaue Fotografien werden angefertigt, die Farben werden angepasst. Plattgold, da wo die Originale Gold haben, wird auch heute Plattgold verwendet. Das Ganze am Ende handwerklich gebunden und dann hat man etwas, was sehr, sehr nah am Original ist. Faksimile heißt auch, mach es ähnlich, also mach es so genau wie möglich. Und wer mal in der Auswahl solcher Bücher schwelgen möchte, geht auf die Seite von Müller und Schindler, schaut euch um. In nächster Zeit werden wir noch ein paar interessante Bücher aus diesem Verlag vorstellen. Aber heute schaut euch einfach mal an, was die alle schon Prachtvolles hergestellt haben. Oder bei unserem Überblick werden wir uns vor allem im Spätmittelalter aufhalten, vor allem im 15. Jahrhundert. Einfach, das ist die Zeit, die wir beide als Darsteller machen. Und wir haben natürlich eine ganz andere Quellenlage. Also man muss da mal ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt natürlich auch viel zu erzählen über andere Zeiten. Aber was wir jetzt erzählen, ist vor allen Dingen 15. Jahrhundert. Einige Sachen sind vorher ähnlich, andere Sachen sind neu. Da versuchen wir ein bisschen drauf einzugehen, aber nur so als kleine Vorwarnung. Die Ideal- oder wenn wir uns die Idealfiguren angucken, wir können aus Bildquellen sehen, wie ist das ideale Körperbild, das ideale Aussehen eines Menschen in der Zeit. Und da sind schon Merkwürdigkeiten, kann man sagen. Also hier habe ich mal eine Venus. Und die ist noch relativ harmlos. Die ist einer modernen Frauengestalt sehr, sehr ähnlich. Jetzt gehe ich aber mal hier auf Memling, die Bathseba im Bade. Und die hat schon einen völlig anderen Körperbau. Und damit sind wir, glaube ich, am Ideal des Körpers einer Frau im Spätmittelalter. Kleine Brüste, aber ein wirklich gebärfreudiges Becken, würde man heute sagen. Also fast ein Bauch. Ja. Genau, immer so auch auf das Thema Fruchtbarkeit, Gebärfähigkeit, sieht man auch da in der Körperform schon ganz, ganz deutlich. Und das Lustige, das hat nicht nur bei so einer Nackendarstellung, sondern auch Frauen, die in angezogen auf Bildern gezeigt werden, drücken gerne so das Becken raus und haben so eine ganz bestimmte Haltung, die das noch zusätzlich betont. Genau. Wir sprechen heute ja nicht über Mode, sondern eher nur über den Körper. Aber auch ja. In der Mode siehst du das bei der Schnittführung des Kleides, wie das dann auch noch betont wird. Mhm. Ne? Also so ein kugeliger Bauch, was wir ja heutzutage eher verstecken wollen, ne? Das war damals Teil vom Schönheitsideal. Die Taillennaht ist ja auch entsprechend hoch über diesem Bauch, damit genau das eben noch betont werden kann. Also da sind wir schon relativ merkwürdig. Und wenn wir uns die männliche Schönheitsideal angucken, da habe ich hier auch ein Jupiter aus dem Codex Schürstab, ist schon relativ dünn. Und dann habe ich noch ein zweites Bild, nämlich aus einem Fechtbuch, Talhofer. Und das war für mich ein ganz wichtiges Bild, weil hier haben wir einen nackten Mann. Und guck dir die Taille an und sag mir, dass das nicht Schnürmale vom Wams sind. Genau, richtig. Entweder Schnürmale vom Wams oder wie wenn man quasi nur die Kleiderhülle weggelassen hätte und diese schmale Taille, quasi war schon wie so eine Sanduhrform, dann halt auf der Nackendarstellung auch abgebildet hat. Vielleicht zum Thema Figur, was ja auch immer ein Teil vom Schönheitsideal ist. Natürlich alle sagen dann immer, oh ja, damals waren die Frauen runder oder die Rubensfigur. Das war im 15. Jahrhundert und auch im 14. Jahrhundert noch gar nicht so vertreten. Ne? Also schlank und schmal. Ja. Im Endeffekt kann man das auch mit dem gotischen Baustil sogar assoziieren. Ne? Also dieses lange in die schmal und länglich, das war definitiv noch Schönheitsideal. Ja,
Ändert sich dann in der Renaissance definitiv, aber im 15. Jahrhundert in der Gotik schlank. Da gibt es einen Riesensprung, auch pünktlich um 1500, da kommt so wirklich die Gotik bei uns an. Albrecht Dürer zum Beispiel zeichnet muskulöse Männer, also wirklich ordentlich was dran. Und auch seine Frauen werden schlagartig mehr. Also da ist tatsächlich auch im Schönheitsideal der Renaissance wirklich ein ganz großer Unterschied. Und in der gesamten frühen Neuzeit ändert sich so ein bisschen. Aber bei uns haben wir teilweise sehr, sehr schmale Körper. Und ich habe auch nochmal ein Gemälde dazu rausgesucht, nämlich das Jüngste Gericht von Hans Memling. Da haben wir eine etwas höhere Qualität der Darstellung, also keine Buchmalerei. Und das ist so das, was ich für ein realistisches Schönheitsideal halte. Die sind durchaus schlank, Leptosom. Unseren gar nicht unähnlich. Man sieht auch, die Schultern ist so ein bisschen Muskelansatz, aber die Arme für unsere Vorstellung dünn. Und das ist auch immer so die Frage, weil der typische Ritter, das ist etwa seine Figur. Viel mehr braucht er gar nicht, weil dieses aufbauende Training, das wir heute haben, das gibt es ja noch nicht. Also man muss schon was dafür tun. Aber Training kommt in einem anderen Video, das ist jetzt gar nicht das Thema. Aber man sieht eben auch bei den Frauen wieder genau dasselbe Ideal. Lange offene Haare ist bei Nacktheit immer gerne gezeigt. In der Realität sind offene Haare gar nicht so üblich. Genau. Und auch gelockte Haare, ne? Wellige Haare, da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Das ist ja der große Spaß bei den Männerfrisuren. Die ideale Männerfrisur des 15. Jahrhunderts sind lange, geblonde, gelockte Haare. Ja, toll. Genau. Wer soll das können? Selbstbildnis von Albrecht Dürer, die Lockenmähne. Ja, ein Traum. Und auch im gesamten Hausbuch überall ständig. Lustigerweise, aber wir wissen auch, die Leute hatten damit auch zum Teil ihre Last, weil im Hausbuch zum Beispiel gibt es zwei Rezepte, mager zu machen, also um abzunehmen. Eins der beiden Rezepte ist eine Latwerge, also eine Süßigkeit mit einem relativ hohen Zuckeranteil. Ob das jetzt so zielführend ist, weiß ich nicht, aber es hat Leute umgetrieben. Genau, im Endeffekt können wir gleich, also diesen Kontext auch herstellen, wie auch heutzutage, ist man natürlich von der Idealvorstellung, die konnte man nicht erfüllen. Ne? Und wenn man dann in die ganzen Rezepte guckt, die wir jetzt gleich auch noch vorstellen, dann hat man auch damals nachgeholfen, um an diese Idealvorstellung oder an das Idealbild eher halt dranzukommen. Ne? Auch damals war es so, dass man keinen ebenmäßigen, blassen, weißen Teint hatte, sondern man musste nachhelfen. Da kommt dann auch ein bisschen die Kirche ins Spiel. Auch das war nicht im Sinne der Kirche, attraktiver zu wirken, Männer verführen zu können als Frau. Und die haben natürlich immer böse dagegen gewettet. Es gab auch da, wie bei den Kleidern auch, wie bei der Mode auch, Strafzahlungen zum Teil. Die Kirche hat ganz, ganz schlimm gegen rote Lippen gewettert. Aber trotzdem hat man es natürlich gemacht. Klar. Lustigerweise war die Kirche natürlich auch an der Verbreitung beteiligt, denn bis so zur Medienrevolution sieht man Bilder als normaler Mensch, vor allen Dingen in der Kirche. Und da sitzt dann Maria mit ihrem langen, offenen, gelockten Haar und schön gemalt und alles. Ja, Maria ist im 15. Jahrhundert modisch ein Superstar, muss man absolut so sagen. Und sie ist im Endeffekt das absolute Idealbild der Schönheit. Also jeder hat versucht, im Endeffekt Maria zu kopieren. In den einzelnen Bestandteilen, da können wir gleich noch später drauf eingehen, und wie man auch nachhelfen konnte, um so engelsgleich zu wirken. Ja. Wobei es lustig ist, es hat mich früher immer jemand mit aufgezogen, und leider hat er ein bisschen recht. Wir haben immer schlanke Körper in der Gotik, aber sie haben alle ein leichtes Doppelkinn. In der Malerei haben wir immer so ein ganz leichtes Doppelkinn drin. Und gerade Maria, die ist ja im 14. Jahrhundert, gibt es diese Kölner Marien mit diesem berühmten Kölner Lächeln. Alle leichtes Doppelkinn. Ganz schräg. Also das ist... ich meine, aber diese Idealbilder unterscheiden sich auch. Gehen wir mal so vom nackten Körper weg. Gehen wir mal zum weiblichen Gesicht quasi. Da hast du die Maria von Burgund mitgebracht. Genau, ich habe die mal mitgebracht, weil die unlängst auch hier bei uns in Frankfurt war, in einer wunderbaren Ausstellung über Holbein im Städelmuseum. Da war das Gemälde auch zu sehen. Kurz ein bisschen zum Hintergrund. Maria von Burgund war die erste Frau von Kaiser Maximilian, ist leider mit 25 Jahren schon gestorben bei einem Reitunfall. Ja, aber ganz spannende Frau, weil sie war wirklich sportlich interessiert. Schlittschuh fahren konnte sie, reiten konnte sie, galt als großartige Jägerin. Und Maximilian war auch lange, lange in Trauer. Das war zwar eine Zweckehe, aber es war eine große Liebe. Genau, war eine große Liebe. Bei seinen weiteren Frauen war es dann nicht mehr so weit bestellt. Und es war tragisch, dass sie so früh verstorben ist. Ja, und hier um den bisschen
Um ein bisschen anzuknüpfen an das, was wir auch vorher bei der nackten Dame gesehen haben. Hier sieht man auch bei der Mode ganz klar, sie ist oben sehr, sehr schmal und unten sieht man auch diesen Bauch. Ne? Also die sieht ja fast ein bisschen aus, wie wenn sie schwanger wäre. Auch der Gürtel, wie du gesagt hast, mit der Taillennaht, sie trägt den Gürtel auch relativ weit oben, was natürlich diesen Bauch und dieses gebärfreudige Becken nochmal betonen soll. Ja, wobei wenn man hier jetzt mal nach... Hier gehen wir ja, schon bitte. Fast in die Renaissance über. Das sieht man zum einen an diesem Kleidausschnitt, der ist eckig, also nach ihrem Tod gemalt. Es gibt ein Bild aus, zu ihren Lebzeiten aus ihrem Hausbuch und da ist sie nochmal deutlich schlanker dargestellt. Also da sieht man auch schon, wie jetzt so die, was wir eben gesagt haben, die, das Ideal sich ein bisschen verändert. Genau. So, dann gehen wir aber mal hoch Richtung Kopf und fangen mal von oben nach unten an. Über die ganz viele Rezepte, die ich jetzt vorstellen werde oder über die wir auch sprechen werden, wie man eben nachhelfen konnte, um dem Schönheitsideal zu entsprechen, die basieren sehr, sehr viel auf einer, ich sage jetzt mal, der Schlüsselquelle, die sich quer durchs Mittelalter zieht. Und diese Bücher, also es sind nämlich drei verschiedene Werke, sind bekannt unter dem Namen Trotula. Das ist ein Buch aus Salerno, da sagst du, glaube ich, gleich noch was mit dazu. Und das war bis ins 18. Jahrhundert hinein, sind diese drei Bücher quasi das absolute Standardwerk über Frauenheilkunde, über Gebärfähigkeit. Und das dritte Buch, das nennt sich De Ornatu Ulierum, das ist also quasi über Kosmetik und Schönheitspflege für Frauen. Und das ist ein absoluter Quell für alles, was man sich vorstellen kann. Verschiedene Formen der dekorativen Kosmetik, wenn das niemandem was sagt, was dekorative Kosmetik ist, was wir heutzutage Make-up nennen, also wirklich, wo Farbe mit ins Spiel kommt, aber auch ganz, ganz viele Themen zum Thema Hygiene, Haarpflege, was man sich vorstellen kann. Wir werden in vielen Sachen auch nochmal im Detail eingehen. Wenn du nochmal die Maria von Burgund zurückholst, dann gehen wir mal ein bisschen ins Detail in ihrem Gesicht, also was denn das Schönheitsideal war. Man sieht also auf Anhieb erstmal, dass sie sehr, sehr weiß ist. Also ein heller Teint ist absolut in gewesen. Natürlich, die Bauern, wie man das auch oft hört, die mussten auf dem Feld arbeiten, die waren der Sonne ausgesetzt. Wenn man schön sein wollte, war man bleich. Wenn man von Haus aus nicht bleich war oder nicht so eine astreine Haut hatte wie sie, gibt es tatsächlich auch schon Rezepte für wie eine Art Make-up. Also es gab verschiedene Sachen. Puder war ganz einfach. Dann hört man oft auch diese Legende mit dem, dass viel Blei verwendet wurde. Es war nicht immer Blei. Es waren zum Teil auch einfach wirklich nur Weizenstärke, die dann mit Rosenwasser oder ähnlichen Dingen angerührt wurde, zu einer Paste und einem Gesicht aufgetragen wurde. Es gibt bei Trotula zum Beispiel auch schon ein Rezept für Sonnenschutz, also dass man erstmal gar nicht so viel Farbe annimmt. Das ist jetzt nicht vergleichbar zu, was unser UV-Lichtschutzfaktor kann, aber trotzdem, man konnte sich vor der Sonneneinstrahlung schützen. Peter, ich bin aufgewachsen mit Sonnenschutzfaktor 4, das war damals normal, ja. Genau. Und also dieser Sonnenschutz, das ist eher so eine Paste, also dass durch die Paste einfach keine Sonne an die Haut kommt, ist auch nicht sehr besonders. Also ich habe die Freundin von mir, hatte ich schon mal nachgearbeitet. Das ist auch nicht sehr schön anzusehen, aber man bleibt weiß drunter. Also das war ja auch das Entscheidende. Dann, wenn man mal die Augenpartie anguckt, da sieht man auch so den Unterschied zwischen der burgundischen Mode und auch eher so der deutschen Mode. Sie hat ja ganz, ganz stark gezupfte Augenbrauen. Ja. Also ganz, ganz stark in Form gebracht, sehr schmal. Wenn man nach Deutschland guckt oder auch zum Beispiel nach Italien, da ist mehr Augenbraue da. Was man sieht, die Augen sind fast nicht betont. Also es ist kein Kajal zu sehen, es ist auch kein Lidschatten zu sehen. Wenn man das zum Beispiel dann vergleicht in der Antike, die Ägypter, die kannten zum Beispiel Lidschatten, Kajal, Eyeliner, das war alles schon da, war aber halt im 15. Jahrhundert und auch in der Renaissance nicht so sehr in Mode. Ich habe da mal ein Vergleichsbild von Petrus Christus, das Bildnis einer jungen Dame. Weil da sieht man das alles nochmal von vorne und das, also gerade wegen solchen Bildern, da gibt es dann auch so die These, habe ich nichts weiter dazu gefunden, ich halte es für ein Gerücht, dass auch die Wimpern gezupft worden wären. Kann ich mir erst. Kann sein. Ja, aber ich habe nie was dazu gefunden. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, wo man den Grad der Darstellung des Künstlers mit einrechnen muss. Also da gibt es viele Sachen, wo man die Wimpern nicht sieht, aber man sieht halt deutlich, die Augenbrauen sind oft rasiert oder wie hier so ganz, ganz fein betont. Genau.
Bei der Dame sieht man jetzt ja auch tatsächlich noch den Haaransatz am Hähnen. Die war ja sehr hell, ne? Das sieht mir so rotblond aus. Und dann sind die Wimpern von Haus aus wahrscheinlich sehr hell. Auf anderen Gemälden siehst du oft so eine schwarze Linie, was wahrscheinlich die natürlichen Wimpern sein könnten. Ja. Bei ihr sieht man jetzt nicht so stark die betonten Wangen. Die hat man bei der Maria von Burgund sehr, sehr stark gesehen, diese rosigen Wangen. Also das sieht wirklich aus fast wie Rouge. Richtig so ganz klassisch rosane Wangen. Und was natürlich dazu kommt, sind dann auch die sehr zartrosanen Lippen. Und das ist auch tatsächlich sehr wieder mit dem Schönheitsideal verbunden, also diese Natürlichkeit. Das geht jetzt auch so ein bisschen wieder ins Liturgische quasi, die Lilie und die Rose. Die Lilie, die weiße Haut und die Rose, rosa-rote Lippen. Und es gibt natürlich auch Rezepte für Lippenpflege, also erstmal, dass man keine spröden Lippen hatte. Da war zum Beispiel dann Majoran drin, damit man die einfach auch geschmeidig halten konnte. Die gibt es aber auch tatsächlich mit Farbe. Also wo dann wirklich Farbstoff drin war, entweder Rotholz, das kam aus Ostindien, oder auch zum Beispiel die Kermisschildlaus. Also meine Oma hat immer gesagt, im Lippenstift sind Blattläuse drinnen, hat sie nicht unrecht gehabt. Ja, der Rotholz war ja zum Beispiel auch fürs Färben von Kleidung ganz, ganz wichtig. Ist dann schwierig geworden, nachdem die Osmanen Konstantinopel eingenommen haben, wurde es schwieriger. Und dann wurde ein neues Land entdeckt, in dem wieder Rotholz wuchs. Und das hat man dann Brasilien genannt, weil ein anderer Name des Rotholzes war Brasilholz. Also Brasilien heißt so wegen dem Luxusgut Rotholz, das in Europa beliebt war. So, wow, wir haben ein neues Land, nennen das Erdölland. Ja. Ja, was hier natürlich auch immer sehr stark auffällt, gerade in der burgundischen Mode, ist der hohe Stirnansatz. Also da wird auch gezupft und rasiert, ganz klar. Und auch der Hennin, betont das Ganze natürlich nochmal, ja, so wie er getragen wird. Und dann ist eben das Schönheitsideal, möglichst eine hohe Stirn zu haben. Das ist in der Zeit noch ganz wichtig. Also ich wäre eine schöne Hofdame am Hof. Genau, brauchst du nur noch den Hennin. Ja, Da können Küchen, wir gleich einen Exkurs einwerfen zum Thema Haare. Erstmal das Haupthaar, also fangen wir am Kopf an. Und dann können wir auch ein bisschen zur Körperbehaarung noch abschweifen. Ja. Also wenn wir über Haare sprechen, ne, da sind wir wieder bei dem Thema, ich merke schon, du hast ein Thema, weil du keine Haare mehr hast. Ja. Man will ja immer das, was man nicht hat. Korrekt. Ja. Und so wie heute auch, man rennt zum Friseur, lässt sich eine Dauerwelle machen oder man glättet sich die Haare, war damals auch nicht anders. Es gibt bei Trotula wieder Rezepte, wie du quasi deine Haare manipulieren kannst. Es gibt ein Rezept, wie du deine Haare lockig bekommst. Dann gibt es natürlich mehrere Färberezepte auch, also wie man quasi die Haarfarbe manipulieren kann. Das sind dann zum Beispiel Dinge wie ist zum Teil mit Safran auch gefärbt worden, also ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Mit Alaun hat man Haare gefärbt, tatsächlich mit Blei, das habe ich noch nicht ausprobiert. Anscheinend funktioniert es auch mit Walnussschalen, also so wie man auch Kleidung färben kann, geht es wohl auch bei Haaren, habe ich allerdings nicht ausprobiert, das Rezept. Dann nochmal zum Thema, wie kriege ich Haare lockig? Das funktioniert wohl mit einer Pflanze, die nennt sich Attich oder Zwergholunder. Könnte man auch mal ausprobieren, ob das geht. Steht vielleicht noch auf der Liste. Ja. Wenn es dann mit der Haarpracht nicht so ganz bestellt war, ne, wie zum Beispiel die erste Venus, die wir gesehen haben mit dieser wallenden Lockenmähne, man hat auch tatsächlich mit falschen Haaren gearbeitet. Mit falschen Haaren, mit falschen Zöpfen. Genau. Wenn man in der deutschen Mode sieht man das sehr oft, diese Zopfschaukel nennen wir die unter den Hauben. Ja. Das, und wenn ich nicht so einen dicken Zopf zustande gebracht habe mit meinen eigenen Haaren, dann hat man halt... Ich glaube, im Wangen im Allgäu liegt im Museum so ein falscher Zopf. Ja, also genau, in England gibt es auch welche. Da gibt es Funde zu und da gibt es auch Schriftquellen zu. Also dieser Zopf ist in der deutschsprachigen Mode völlig obligatorisch. Frau trägt Haube, also wir haben nicht diesen Hennin und sowas, wir haben Hauben. Und darunter sieht man diese Zöpfe. Ja, und da muss man halt notfalls nachhelfen. Und vor allem auf allen Abbildungen. Hast du jemals eine andere Farbe auf Bildern gesehen als blond bei den Zöpfen? Wenig. Ganz selten. Also ich immer blond. Würde mich jetzt nicht erinnern. Und natürlich waren nicht alle Frauen der Zeit blond. Quatsch. Richtig. Du könntest vielleicht mal die Venezianerinnen zeigen, die Kurtisaninnen. Da geht es jetzt schon natürlich ein bisschen in die Renaissance auch rein. Ganz gewaltig eigentlich. Ja.
da war es natürlich auch so, natürlich Italienerinnen sind meist dunkelhaarig, ja? Und gerade da war blond unwahrscheinlich modern. Und man sieht die beiden Damen da draußen sitzen auf dem Balkon. Und da gibt es auch quasi Textquellen dazu, wie man sich das Gesicht abgedeckt hat, damit das weiß bleibt. Mhm. Und die Haare hat man dann quasi mit einem Mittel auch behandelt und sie dann in die Sonne getan, dass sie ausbleichen. Ja. Und das waren auch zum Teil sehr, sehr also starke chemische Prozesse, um die Haare blond zu bekommen. Ja. Also blond war auch damals schon das Schönheitsideal. Zumindest in der Zeit, über die wir gerade sprechen. Das ist natürlich auch so wieder Moden unterworfen. Aber wir haben eben eine ganz... ganz, ganz deutliche Moden. So das Extrem davon, was teilweise auch immer wieder als das Schönheitsideal der Zeit dargestellt wird, da bin ich anderer Meinung, ist von Jean Fouquet die Maria Lactans, die milchgebende Maria. Und es wird gesagt, das ist eine Abbildung von Agnes Sorel, der Kurtisane oder der Mätresse des französischen Königs. Ich sehe das als eine extrem übersteigerte Form des Schönheitsideals. Das ist alles, was wir gerade besprochen haben, nochmal ins Extrem gebracht. Auf den normalen Abbildungen, die wir so kennen, sehen die Frauen einfach anders aus als das. Richtig. Ich meine, auch da, wo bei ihr die Krone ansetzt, ne, das ist ja quasi schon halb am Kopf. Also das wäre ja, ja dann ein wahnsinniger Teil an Haaren. Ja. Sieht ja fast aus, wie wenn sie eine Glatze hätte. Ja. Ach, Frauen haben auch nicht solche Brüste und das wussten die Leute damals auch. Genau, weil man hat doch mehr nackte Leute gesehen, wenn wir auch nochmal so einen Exkurs ins Thema Badehaus und Baden und Körperpflege machen wollen, ja. Man hat die nackte Menschen gekannt, man wusste, wie die aussehen. Ja, absolut. Und dass die Brust so nicht aussieht, war bekannt. Ja, Badekultur wird natürlich im Mittelalter immer gerne abgesprochen, da gibt es ja diese berühmten Gemälde oder Buchillustrationen, die das Badehaus als Bordell darstellen. Dummerweise sind das immer dieselbe Quelle, immer Valerius Maximus, der eigentlich über die römischen Badehäuser des 1. Jahrhunderts schimpft, aber egal. Aber Badehaus habe ich schon mal was zu gemacht. Also die Leute, die Zuschauer, die es hier gucken, wissen schon so, die Leute gehen ins Badehaus. Wie sieht es denn, um den Sprung mal zu machen, mit persönlicher Hygiene aus? Gehen wir da mal drauf ein. Also das kennen deine Zuhörer und Zuschauer schon, man hat oft gebadet, viel gebadet und auch nicht nur die reichen Leute. Ne? Es gab ja extra den Badepfennig und Badestiftungen, damit auch arme Leute baden konnten. Richtig, und zwar mehrmals die Woche. Also, und dann hat es aber trotzdem auch, ich nenne das immer die häusliche Hygiene gegeben und deine tägliche Körperpflege. Mhm. Es gibt ja, wenn wir über Hygiene und Körperpflege sprechen, den Hans Volz aus Nürnberg. Das war einer von den Badmeistern dort, also nicht Bademeister, sondern Badmeister. Er hat auch ein Badhaus betrieben, hat mehrere Bücher geschrieben, Hausbücher, ein Buch über die Wildbäder in Franken und in Bayern. Also ein Reiseführer über heiße Quellen als Badeorte, zu denen man reisen soll, um was seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Ganz, 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 ganz früh 16. Jahrhundert, meine ich. Der hat so. Nee, Ende 15. Sogar Ende 15. Der hat so in beiden Zeiten gearbeitet. Aber um 1500 für einen wohlhabenden Bürger, es ist ein Bürgergericht, nicht ein Adlige. Geh auf Reisen, geh in Kurbäder und mach da deine Bäder. Mit allen Empfehlungen, was behandelt werden kann, welche Wirtshäuser gut sind. Also es ist wirklich ein Reiseführer. Ja. Ja. Und dann hat er eben auch ein Medizinbuch geschrieben. Und nachdem ja natürlich Körperpflege und Medizin sehr stark zusammenhängen, das wusste man da auch schon, gibt er eine Anweisung, wie eine morgendliche Hygiene aussehen soll. Also man soll aufstehen. Und wie wir das heutzutage auch wissen, diesen Bakterienfilm, den man morgens im Mund hat, ja, und der so eklig schmeckt, wusste er auch schon, dass der ungesund ist. Und dann sagt er, man muss als erstes mal den Mund ausspülen, entweder mit Wasser oder zum Teil auch mit so einem Wasser-Wein-Gemisch, damit man einfach diesen Belag im Mund wegbekommt. Ja. Also nochmal, weil wir es auch jetzt gerade wieder in der Doku hatten. Das Wasser war ja nicht genießbar, aber der Badmeister in Nürnberg sagt, spül dir den Mund mit Wasser oder zumindest einer Wasser-Wein-Mischung aus. Klar, logisch. Genau. Was, wenn wir jetzt ein bisschen beim Thema Zahnpflege und Mundhygiene bleiben, man wusste auch, die Kräuter, die heutzutage noch in der Zahnspülung drinnen sind, zum Beispiel Minze, hat man damals viel verwendet, Salbei, Nelke für so kleinere Wunden im Mund, hat man alles benutzt. Hilft wahnsinnig gut. Und da gibt es unzählige Rezepte über Mundwässer, die man entweder eben mit Wein und Wasser oder mit so einem Wasser- und Essiggemisch auch aufsetzt mit den Kräutern.
Gut, dann ist einmal dieses Spülthema und dann musst du aber natürlich auch Abrieb auf den Zähnen herstellen. Mhm. Da könntest du vielleicht dein kleines Werkzeug zeigen, ja, mit der eventuellen Zahnbürste. Es gibt in Lübeck diesen Fund, also die gibt es wahnsinnig oft. Ich zeige erstmal so ein normales, es gibt diese Hygienesets, werde ich gleich nochmal ein Bild einblenden, wenn es besser ist. Da haben wir eine Pinzette, da haben wir so eine Nadel, die kann ich zum Fingernägel reinigen, irgendwie so verwenden, wie als. Oder für, auch zum Zähne. Genau, als Zahnstocher. Und dann haben wir immer dabei diesen wundervollen kleinen Ohrenlöffel, der dazu da ist, um das Ohrenschmalz rauszuholen. Und wer heute mal einen Arzt fragt, diese Q-Tips, die drücken ja den Ohrenschmalz mehr rein. Und in der Apotheke gibt es solche Drahtschlingen, um den rauszuholen, die letztlich genauso funktionieren wie dieser Löffel. Also da sind wir uns voraus. Und in Lübeck in einem Brunnen wurde das Ganze aus Knochen gefunden. Und das, wenn die Datierung aus 1500 stimmt, dann ist das vermutlich die älteste Zahnbürste der Welt. Weil beim Original sieht man noch die Verfärbung, da war Kupferdraht dran, also man sieht noch Grünspan. Und das sind die Löcher für eine Bürste, das wäre dann eine kleine Zahnbürste. Ist aber nicht die Regel. Zahnhygiene lief eigentlich anders ab. Richtig, also entweder, wie du das gesagt hast, mit dem kleinen Zahnstocher. Es gibt auch Quellen, wo du Geflügelknöchelchen nimmst dafür. Mhm. Die sind dann auch ein bisschen weicher, ne? Nicht so hart wie Metall. Mhm. Und was ich auch gelesen habe, Quellen gefunden habe, einfach einen kleinen Stofflappen um den Finger wickeln und genau. Damit bürsten. Ja. Es gibt auch tatsächlich wie eine Art Zahnpasta, also so Pasten, die man auch auf die Zähne machen konnte. Mhm. Und ganz weit verbreitet ist eben den Mund ausspülen mit diesen Mundwässern. Ja. Bei diesen Pasten kenne ich zum Beispiel sowas wie zermahlene Walnussschalen als Abriebmittel. Ja, da gibt es so. Die kenne ich nicht. Ja, also ich kenne eine mit Salz, auf Basis von Salz und auch mit Salbei und Pfefferminze gemischt. Und tragischerweise kommt dann, ich kann nicht sagen, ob es im Spätmittelalter schon passiert, aber spät im 16. Jahrhundert kommt dann noch ein Mittel dazu, nämlich Zucker. Ja, das kenne ich auch. Genau. Mittelgut. Oh, ja. Mittelgut. Aber das Spannende ist halt auch, hatte ich auch schon mehrfach, wenn wir uns Schädel angucken aus der Zeit, egal ob bei Schlachten oder sonst was. Ich hatte gerade letztes Jahr in Brandenburg im Archäologischen Landesmuseum, war eine Archäologin mit Schlachtfeldschädeln, wollte eigentlich die Wunden zeigen. Ich habe sofort auf die Zähne geguckt. Und wir haben, also einer hatte richtig fies Karies an einem Zahn, aber im Großen und Ganzen hatten die erstaunlich gute Zähne. Richtig. Und also die These da dahinter, dass die Zähne so gut waren, liegt einfach daran, dass der Hauptfeind der Zähne, nämlich der Zucker, einfach weniger gegessen wurde und deswegen halt die Zähne weniger Zucker ausgesetzt waren und es gab einfach Mundhygiene. Es war nicht so, dass man keine Zähne geputzt hat und keine Mundhygiene. Auch die Vorstellung, ist, ich weiß noch, es gibt da einen historischen Roman und gleich am Anfang wird gesagt, ja, die Heldin ist hübsch, ihr fehlen fast keine Zähne. Ja. Und so völliger Quatsch. Im Normalfall hatten die Leute, also der normale Mensch hatte vermutlich keine Zahnlücken oder so etwas. Und wenn, dann sind wir schon wieder beim Thema Kosmetik, dann gibt es auch die Versuche, das zu schließen. Richtig, das gibt es auch. Und wenn man einen kleinen Ausblick in die Renaissance macht, da hast du dann das Gegenteil davon, die Philippine Welser. Das war die Frau vom Erzherzog Ferdinand in Tirol. Und die hatte zum Beispiel massive Zahnprobleme, aber von der wusste man auch, dass sie ein Schleckermaul war. Also sie hat sehr, sehr gern süße Sachen gegessen. Die Zimttorte, die ich ab und zu mal so erwähne, die ist zum Beispiel nach dem Rezept von ihr. Also das ist dann schon deutlich ein Unterschied. Und dann haben wir auch wirklich ganz üble, also welcher französische König war das, der so ganz üble Probleme mit den Zähnen hatte? Ich kenne nur noch einen bayerischen König, Ludwig II., aber... Ja, aber es gibt, ich weiß gar nicht, welcher, es gibt auf jeden Fall da schlimmste Beschreibungen, wie bei dem man versucht hat, seine Zahnprobleme zu lösen. Und da sind wir bei der Medizin, wo es mir der Magen umdreht. Ja. Aber das sind wir eben auch in einer anderen Zeit. Genau, so ist es. Ja. Gut, wenn wir noch ein bisschen bei der Körperpflege bleiben, möchte ich nochmal den Trotula bringen. Es gibt wir waren noch beim Volz. Lass uns den Hans Volz noch weitermachen. Den Hans Volz. Also dann geht es weiter. Richtig, die Morgentoilette. Genau, also man fängt das erstmal an, den Mund auszuspülen. Dann gibt es auch also Anweisungen, wie man sich den Körper zu waschen hat, das Gesicht zu waschen hat. Und das deutet einfach darauf hin, dass man sich wirklich auch zu Hause jeden Tag einfach nach dem Aufstehen gewaschen hat und auch quasi Mundhygiene betrieben hat. Und die Gegenstände dazu finden wir auf Bildern auch. Wir kennen Waschbänke, selbst mit einem kleinen Wasserreservoir hinten dran. Wir kennen ganz, ganz oft Kannen und Schalen, die bereitstehen. Wir kennen solche Waschgestelle, wie ich es auch in meiner historischen Darstellung verwende, mit dem Handtuchhalter dran und so. Also das finden wir gerade. Maria Verkündigung ist ja wieder ein tolles Thema, weil die zeigt immer
Wohnräume und da sehen wir unfassbar viele Waschgelegenheiten, Waschschränke, die einfach zum, in dem Fall bürgerlichen Haushalt dazugehören, aber im bäuerlichen Haushalt kann es halt auch einfach eine Tonschale gewesen sein. Geht genauso. Oder ein Holzbottich. Geht ganz genauso, richtig. Ja. Und dadurch, dass wir ja auch Living History Darsteller sind, ich habe das auch immer so betrieben im Zelt. Ne? Du brauchst nicht mehr wie einen Krug und eine Wanne oder eine kleine Schüssel und das funktioniert tadellos. Ja. Also ich meine, Lab Drachenfest ist ja im Hochsommer und ich laufe in Rüstung rum und kämpfe und mache alles Mögliche, aber mein Waschständer mit dem kleinen Lavabo, also Lavabo ist so ein Messinggefäß mit zwei Ausgüssen, reicht völlig um, ich bin teilweise über eine Woche da, um da meine Hygiene zu machen. Ich komme da nicht stinkend heim. Gut, ab und zu gehe ich duschen oben bei den heißen Duschen, aber das ist mehr Bequemlichkeit. Aber es würde an sich ausreichen. Richtig. Genau. Dann lass mich den Trotula noch einwerfen oder eigentlich die Trotula, weil es gibt auch große Diskussionen darüber, ob die Verfasserin eine Frau war. Ja, weil vorhin habe ich es nicht gemacht. Trotula. Die in Salerno entsteht die erste Hochschule in Europa. Das ist allerdings, wird nie eine Universität, wird nie zur Universalschule. Es ist eine reine Medizinschule. Und es gibt ja so irgendwie der Medikus, wo dann der Roman, wo dann der Hauptdarsteller nach Bagdad reist, um Medizin zu lernen. Der Weg zum nächsten Kloster wäre einfacher gewesen und Salerno wäre auch deutlich einfacher zu erreichen gewesen. Eine sehr, sehr große Medizinschule, also mit wirklich europaweitem Ruf. Und da gibt es mehr, also Trotula, wie du schon gesagt hast, ist eine wahrscheinlich keine Person, sondern wahrscheinlich mehrere Personen, die das zusammen waren. Aber es ist sicher, dass es an dieser Hochschule Professorinnen gab, dass es Lehrerinnen für Heilkunde gab, teilweise Frauenheilkunde, aber auch so. Und diese Trotula, das ist eben so, da waren Autorinnen und vielleicht auch Autoren, die da unter dem Namen eine Frauenheilkunde verfasst haben. Aber Salerno, ganz wichtig. Genau, und man bezieht diese These auch darauf, dass sie eben Bereiche vom Frauenkörper beschreiben, den ein Mann zur damaligen Zeit tatsächlich nicht gesehen hätte und nicht gekannt hätte. Und deswegen geht man davon aus, dass es Frauen waren, die das verfasst haben. Was mich so ein bisschen erstaunt hat wieder war, also Zeitpunkt ist ungefähr 12. Jahrhundert, ungefähr auf Latein verfasst, dass sich das wirklich bis ins 18. Jahrhundert gehalten hat. Es gab 1544 einen Georg Kreuth, der hat dann quasi diese drei Bücher neu editiert, der hat also quasi diese Rezepte versucht zu sortieren, hat aber nicht kapiert, dass es eigentlich drei verschiedene Bücher waren, hat es dann neu editiert. Es gibt, ich glaube, 160 verschiedene Kopien und 60 Übersetzungen in unterschiedliche Sprachen. Ja. Und wie lang sich das wirklich auch gehalten hat. Also der medizinische Teil ist auch wahnsinnig interessant, aber wie gesagt, das ist einfach auch die Hauptquelle für Kosmetik und Schönheitspflege, auf der quer durchs Mittelalter sich die Rezepte basieren. Die Frauenheilkunde wird in der Neuzeit auch nicht wirklich besser, weil da eben auch so Sachen wie religiöse Vorbehalte reinkommen. Ich meine, das wird ja auch etwas stärker und vor allem auch so Bigotterie, Schamgefühl und ähnliches. Und das sehen wir dann im 19. Jahrhundert, wenn dann ganz wichtiger Punkt der Frauenheilkunde die Hysterie wird, die von der Gebärmutter kommt. Und ja, und wer das mal sehen will, es gibt da diesen sehr schönen Film, auch wenn er nicht ganz historisch ist, in guten Händen über die Erfindung des Vibrators, kann ich nur sehr empfehlen, weil da hat man genau diese Denkweise. Da ist, also in der Frauenheilkunde muss man echt sagen, ist das 15. Jahrhundert dem 18. Jahrhundert in einigen Punkten voraus. Das ist richtig, genau. Und wie bei vielen von den Medizinquellen ist es tatsächlich so, manche Sachen funktionieren bis heute noch. Ne? Mhm. Also zum Beispiel die Kräuter, die wir verwenden, die helfen tatsächlich. Und manche Dinge weiß man einfach, dass es vollkommen nutzlos und sinnlos war. Ja, klar. Ja. Ja. Gut, aber bei der Frauenheilkunde, das Mittel hatte. Bei der Frauenheilkunde ist natürlich das Problem, die Praktikerin, also die Hebammen, die sind da ganz wichtig, die haben natürlich nicht viele Bücher hinterlassen, weil es ein Handwerk war. Und richtig. Handwerk wurde selten aufgeschrieben, es ist kein universitärer Zweig. Da gibt es dann auch oft die Vorstellung, ja, Hebammen sind auch besonders gerne irgendwie verfolgt worden und so. Nee, die sind weder in den Hexenverfolgungen, auch in den neuzeitlichen Hexenverfolgungen nicht überdurchschnittlich raus. Und im Gegenteil werden sie sogar, also es gibt da so einen Punkt, sie dürfen zum Beispiel eine Nottaufe erteilen. Das ist jetzt kein besonders Vorrecht, darf im Grunde jeder, aber es wird ihnen auch ausdrücklich dann und wann gesagt, und also sie sind durchaus anerkannt gewesen. Eine Hebamme war ein anerkannter Beruf, aber richtig. Sie hat halt eben ihr Handwerk mündlich weitergegeben.
Schade Genau, für uns. das hast du ja auch oft bei den Badern. Ne? Da ist es auch so, es ist ein handwerklicher Beruf, deswegen gibt es nicht viele Quellen. Deswegen ist Aber es so, gibt ja, welche. so ein Hans Volz, der dann neben Bader noch zufällig Dichter war, also Meistersänger in Nürnberg, der ist für uns natürlich ein Lottogewinn. Absolute, genau, ein Lottogewinn, richtig. Um nochmal zurück den Bogen zum Protolat zu schließen, ich möchte noch mein Deo-Rezept anbringen, ja. Das müssen wir drüber sprechen. Und da können wir gleich weiter den Bogen zum Thema Duft und Gerüche. Und das finstere Mittelalter, das immer gestunken hat, da können wir dann gleich einen neuen Themenbereich aufmachen. Bei Trotula findet man tatsächlich wie eine Art Deo. Also es gibt eine Anweisung, wie du mit einem mit Wein getränkten Lappen, der auch Heidelbeerblätter hat, dir die Achseln abwaschen sollst. Was natürlich Sinn macht. Du bringst die Mikroorganismen um sozusagen und damit ist die Schweißbildung oder die Geruchsbildung, nicht die Schweißbildung, aber die Geruchsbildung unterbrochen. Und das war auch eins von den Dingen, es gibt halt für alles eine Quelle und für alles ein Rezept. Wobei, da sind wir schon an zwei Sachen dran. Zum einen Deo und so Körperbehaarung. Ja. Und da können wir wirklich sagen, im 15. Jahrhundert war Körperbehaarung eher selten. Also das Schönheitsideal zeigt, blende ich jetzt nicht nochmal ein, die nackten Frauen, aber wenn wir nackte Frauen haben, keinerlei Körperbehaarung, nichts. Keinerlei Körperbehaarung, keine Schambehaarung, keine Achselbehaarung. Ein Bild blende ich ein, das ist nämlich aus Mailand, ein Relief aus dem Jahr ungefähr 1180. Da haben wir die grobe Version davon mit der großen Schere. Es geht ja auch auf die Aussage, dass das Ganze, die Intimrasur mit den Kreuzzügen kommt. Ja, es gibt Quellen, in denen fränkische Ritter, also fränkische Ritter können alle möglichen Europäer sein, das zum ersten Mal sehen. Wir haben aber gleichzeitig europäische Quellen, die suggerieren, dass es auch da eine längere Tradition hat. Also es scheint eine regionale Sache zu gewesen sein. Aber im 15. Jahrhundert kann man wirklich sagen, was wir an Quellen kennen. Ich habe noch nie buschiges Schamhaar oder Achselhaar auf einer Nein, Bildquelle gesehen. richtig. Also das ist so, gibt es nicht. Und wie man die losbekommen hat, kommen wir wieder zurück zu Trotula, ist, wie du auch richtig gesagt hast, rasieren. Aber es gibt in Trotula mehrere Epilierrezepte. Und es funktioniert wie heutzutage. Es gibt welche, die basieren auf Wachs. Es gibt welche, die basieren auf Gummi arabicum. Und was ich ganz spannend fand, aus einer Zuckermasse. Ja, also Also Brazilian Waxing ja, genau. ab dem Spannend. 12. Jahrhundert, richtig. Sehr, sehr, sehr spannend, ja. Aber auch Duftstoff, wir haben noch mehr Duftstoffe als das. Also ich kenne zum Beispiel ein Rezept, da werden Tücher mit Duftstoffen eingesprüht oder eingerieben und dann in der Truhe zwischen die Kleidungsstücke gelegt, damit die Richtig. Kleidung gut duftet. Die Richtig. Also gibt's stinkenden Gasse. genau, die stinkenden Gasse und so weiter. Also es gibt diese Tücher, die du in deine Wäschetruhen legst. Ich kenne auch Rezepte, wo du quasi Kräuter in die Binsen in der Wohnung gestreut hast, also im Haus, dass der Raum auch gut geduftet hat. Dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück auf Haare. Es gibt ganz, ganz viele Haarpomadenrezepte, die natürlich auch Duftstoffe drin haben, ne? Wie du dir so Lavendelduft oder Rosenduft in die Haare reinkämmen konntest, dass die Haare gut gerochen haben. Willst du zum Thema Parfum was wissen und die Ja, Geschichte des Parfums? sofort, aber Raumgeruch, da gibt es noch zwei schöne Dinge. Ich habe ja eine wunderschöne Nachbildung eines Basilikumtopfes. Der ist dazu da, um den Raum angenehm riechen zu lassen. Und es gibt Beschreibungen, ich glaube, das ist von Silvio Piccolomini, dem späteren Papst Pius II., der über Wiener Neustadt berichtet, dass da eben Topfpflanzen in die Fenster gestellt werden, um einen angenehmen Geruch zu haben. Richtig, Blumenvasen. Und es gibt auch tatsächlich, weißt du, so wie wir das heutzutage kennen, wie so Gewürzmischungen, die man sich auch in den Raum stellen kann, damit einfach der Raum gut riecht. Ja. Aber jetzt bitte, also ich weiß natürlich Parfum, das Parfum, der Roman. Genau, das ist übrigens auch eine sehr gute Quelle, weil es wirklich gut beschreibt, wie man Duftstoffe konservieren kann und herstellen kann. Und er beschreibt ja quasi, wie man Duft mittels Öl oder Fett bannen kann, also diese Enfleurage-Technik. So, das war tatsächlich bis ins Mittelalter hinein auch die einzige Möglichkeit, wie man Düfte quasi bannen konnte. Also in Fett oder in Öl, indem man also quasi die Blüten oder was auch immer in Fett einlegt und dann halt eben quasi das Fett diesen Geruch annimmt. Also gab es quasi nur Parfümöle. So, ab dem 14. Jahrhundert fängt man auch an, Düfte zu destillieren in Form von Rosenwasser oder Lavendelwasser. Und das findet man dann auch wieder sehr häufig in den Hausbüchern. Also wie man zum Beispiel Rosenwasser herstellt, ist im
in der Chez de Paris drin, mehrere Rezepte auch dafür. Lavendelwasser, das ist auch immer so eine Schnittmenge dann natürlich mit der Heilkunde. Ne? Also viel davon ist auch in der Heilkunde verwendet worden. Oder im Fall von Rosenwasser auch in der Küche, Marzipan. Oder auch in der Küche, genau. Also das sind diese drei Themenbereiche, Körperpflege, Medizin und Essen. Ne? Also Diätik spielt ja auch eine Rolle, ist aber wahrscheinlich für die nächste Folge ein Thema noch, wenn das du das nicht schon gemacht hast. Und dann fängt man auch an, so ab dem 14. Jahrhundert, diese Düfte miteinander zu vermischen. Also dass wirklich wie ein Parfum entsteht. Ja. Aber das kommt erst so ab dem 14. Jahrhundert. Da sprach man, also wir kennen dieses Kölnisch Wasser, aber das kommt erst viel später. Es gibt das sogenannte ungarische Wasser. Und dann bin ich auch noch über ein sogenanntes Karmeliterwasser, also wirklich vom Karmeliterorden gestoßen. Das habe ich mir durchgelesen, dachte ich mir, oh, das riecht wirklich lecker oder klingt lecker, dass es gut riecht. Das war mit Zitronenschale, verschiedenen Gewürzen auch drin. Also da dachte ich mir, das kann ich mir gut vorstellen heute noch als Parfum. Ja, also sehr, sehr spannend. Und es zeigt ja, gut, ist wieder die Frage, wer kann es sich überhaupt leisten? Das sind zum Teil relativ teure Sachen, wobei Lavendelwasser klingt jetzt nicht so irrsinnig teuer. Aber Schönheitsideale sind natürlich auch etwas, dem man nacheifert, selbst wenn es über den eigenen Möglichkeiten ist. Also ist ja heute genauso, nur weil ich arm bin, heißt noch lange nicht, dass ich versuche, mir irgendwie... Keine Brust-OP zu haben. Ja, oder irgendwelche teure Markenklamotten zu tragen, weil sie gerade in sind. Das hindert ja niemanden an irgendwas. Aber sowas strahlt natürlich quasi aus. Und wir haben jetzt eben, Leute wollten gut riechen, das kann man nachweisen. Also wir haben Baden, Waschen, sich gut riechen, und deswegen finde ich diese Idee des stinkenden Mittelalters immer so extrem absurd, weil der ganze Aufwand wäre ja völlig für die Katz, wenn man die Tür aufmacht und draußen hat man den schlimmsten Gestank. Also das funktioniert irgendwas nicht. Haare, ich meine, Frisuren, wir haben als Ideal diese extrem langen Haare. Wenn wir dann auf die Porträts gehen, die genauer sind, zumindest bei Männern, dann sehen wir auf einmal ganz andere Frisuren. Ja, völlig anders. Die Kleidung sollte gut riechen. Die Kleidung sollte auch sauber sein. Wobei da ist tatsächlich überraschend, an diesem Gerücht, dass die Leute ihre Kleidung nicht gewaschen hätten, ist tatsächlich was dran. Weil man da unterscheiden muss zwischen Leinen- und Wollkleidung. Richtig, genau. Ja. Und also... Man hat natürlich die Leinenkleidung wesentlich häufiger gewaschen. Die Wollkleidung musste man auch weniger waschen. Ja? Ja. Und weil du hast es nicht auf der Haut getragen. Und das, was ja zu riechen anfängt, ist ja die leinerne Unterkleidung. Genau. Also ich bin ja so, ich trage wahnsinnig gern mein Tweed-Jackett. Und wenn ich mein Tweed-Jackett in die Waschmaschine haue, dann ist es halt kaputt. Genau. Ja? Also es funktioniert einfach nicht. Ja, absolut. Ja. Und es ist... Aber die Leinenkleidung wurde regelmäßig gewaschen, deswegen ist sie auch Leibwäsche und Bettwäsche, und dass die auch oft gewechselt wurde, das kennen wir ganz genauso aus Aufzeichnungen. Also es ist ja sogar mein Lieblingsding. Kennst du diese Betthimmel, die auf vielen Abbildungen, dann ist der hinten so in Falten gelegt. Richtig. Und ich frage mich immer, wie lange hält ein Wollstoff in Falten gelegt diese Falten? Das sind maximal Tage. Genau, und dann ist er wieder. Also diese Bilder zeigen die stolze Hausfrau. Ich denke immer an die frühere Gardinenwerbung, Ado mit der Goldkante. So, schau mal, ich habe meinen Betthimmel gerade erst gewechselt. Oder? Ja, genau, wie oft. Aber es zeigt eben auch, dass es, selbst, ich glaube, in Saarbrücken gibt es ein Grabmal einer Gräfin, deren Haube fällt so in einem Schleier ab, und der Schleier hat diese Falten. Und die bleiben dann einfach so in der Luft auf stehen. Auf ihrem Grabmal. Ja. Also so ein frisches Haubentuch mit den Falten drin war offensichtlich etwas, was man zeigen wollte. Genau, richtig. Weil es ist halt natürlich immer, also weißt du, wir lachen heutzutage über Photoshop, wie unsere Models gefotoshoppt werden. Bei den Malern war es ja nichts anderes. Ja. Ne? Man hat ja auch idealisiert dargestellt. Hier, Van Eyck, mach mal ein bisschen Photoshop. Richtig, genau. Mach mich mal ein bisschen hier rosiger an den Wangen und meine sprenkelige Haut, die malst du mal bitte besser nicht. Noch ein Thema zum Thema Düfte, und das schließt auch so ein bisschen mit Haare und dann auch ein bisschen den Exkurs in die Mode an. In der deutschen Mode hat man ja, wir haben ja unsere Hauben. Ne? Unsere Hauben sind ja super gut.
Und was man auch gemacht hat, und es gibt Quellen darüber, wie du die Hauben beduftet hast und wie du zum Teil auch so kleine Duftkissen unter die Haube reingemacht hast, damit das auch nochmal gut gerochen hat. Mhm. Also die Quelle fand ich ganz, ganz faszinierend. Und wir haben ja, also in der deutschen Mode siehst du ja wenig von den Haaren, außer die Zöpfe, die wir da beschrieben haben. Bei den Burgunderinnen hast du diese weit hinten angesetzten Haaransatz mit dem Hähnchen auf dem Kopf. Wenn wir dann natürlich nach Italien gehen, in die italienische Renaissance, da siehst du viel Haar. Ne? Mhm. Und da auch dann mit Flechtfrisuren, mit zum Teil so Perlenstrengereien geflochten. Botticelli hat da ein paar ganz tolle Gemälde. Und das diese Tollste davon Zöpfe, hängt in Frankfurt. Das Tollste davon hängt in Frankfurt, ja. Und diese Frisur zum Beispiel, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, das mit deinen eigenen Haaren hinzubekommen. Ja. Also da kannst du davon ausgehen, dass da falsche Zöpfe auch mit im Spiel waren. Ist wahrscheinlich auch eine Wirtschaftssache, wenn da eine Nachfrage besteht und du eine arme Frau bist und deine Haare verkaufst, ja. Und sowas muss natürlich auch von der Farbe her passen. Also dann da hast du automatisch dann ein Wirtschaft drumherum, wo Haare sortiert werden, Haare entsprechend weiterverkauft werden. Das ist ein ganz großes Feld, das man damit aufmacht. Ja, also wir sehen einfach in allem diese Versuch, sich schön und gut riechen zu machen, wenn es überhaupt nicht klappt. Also wenn, sag ich mal, wir haben ja noch den Bisamapfel, das ist so ein Lieblingsthema von mir, und du hast die Füllung meines Bisamapfels gemacht. Da sind wir jetzt bei der Hygiene, wir sind im medizinischen Bereich, der soll auch immer medizinisch wirken. Und wir sind eben auch im Bereich der Düfte. Was ist so mit dem Bisamapfel drin? Du hast ja ein tolles Rezept. Also das Rezept, das ich verwendet habe, ist wieder von Hans Volz. Also man sieht, ich bin großer Fan von ihm. Der hat über 28 verschiedene Zutaten. Vielleicht erklären wir mal, was ein Bisamapfel überhaupt ist und was der macht. Also diese goldene Kugel hier, das ist der Bisamapfel oder der Pomander? Nein. Ja, genau. Die Füllung dieses wunderschönen, dekorativen, goldenen Käfigs sozusagen, das ist der tatsächliche Bisamapfel. Also das Originalwort aus dem 15. Jahrhundert ist Pisamapfel, hat nichts mit der Bisamratte zu tun. Und was der vielleicht die Bisamratte hat dann davon wieder den Namen. Ah, das mag also, sein. Das ist, ja, das ist verwandt. Ja. Gut. Wird das erklärt? Das ist das Sekret. Da bist du in dem Bereich Moschus, genau. Ja. Also genau. Aus diesem Zusammenhang hat auch die Bisamratte ihren Namen. Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, aber das hängt zusammen. Aber der Name kommt natürlich ursprünglich aus dem Bereich des Bisamapfels, den du gerade hast, weil das sind eben diese Duftstoffe. Genau, Duftstoffe, und da kommen wir jetzt nochmal, also das ist quasi der Inhalt dieser schönen goldenen Kugel. Das ist im Endeffekt nur eine Wachskugel, aber da sind über 28 verschiedene Zutaten drinnen, die der Hans Volz auch haarklein auflistet, verschiedene heimische Kräuter, Moschus ist zum Beispiel auch drinnen. Es sind ein paar Sachen drinnen, die darf man heutzutage gar nicht mehr reinmachen, also Laudanum. Da war sie wieder. Genau, Laudanum, das fällt heutzutage unter das Betäubungsmittelgesetz. Das darf man gar nicht mehr reinmachen. Zum Beispiel gemahlene Knochen, auf die habe ich jetzt auch mal eher verzichtet, aber hätte man vielleicht auch reinmachen können. Und was er natürlich tut, er riecht gut. Also er ist wirklich ein sehr, sehr intensiver Geruch. Ich habe welche schon vor etlichen Jahren gemacht, die riechen heute noch. Kann ich bestätigen. Und die Aufgabe dieses Bisamapfels ist, gegen die Pestilenz zu schützen. Die Idee war nämlich, dass man die Krankheitserreger über die Luft aufnimmt und über die Einatmung. Das Miasma ist so das große, also schlechte Luft, Miasma, das ist der Erreger der Pest. Was tatsächlich gar keine so schlechte Beobachtung wäre. Gut, es ist halt schwierig, weil Pest gibt ja immer die Sache mit Rattenfloh. Ich glaube, die Forschung momentan geht doch wieder mehr in Richtung Tröpfchen. Übertragen zwischen Menschen, also Mensch-Mensch-Übertragung wird da gemacht. Und wenn man so eine Tröpfchen übertragen hat, dann ist die Idee von schlechter Luft gar nicht mal so blöde. Das ist gar nicht mal so blöde. Und meine zweite Leidenschaft gilt ja Venedig, der Stadt Venedig. Da kennt man vielleicht auch diesen Pestdoktor mit dieser ganz langen Nase. Der aber erst aus dem 17. Jahrhundert ist. Richtig, aber diese lange Nase quasi hatte die gleiche Aufgabe. Also quasi diese Miasmen den Arzt davor zu schützen. Aber wieder zurück zu unserem Bisamapfel. Man hat gedacht,
wenn man diese schlechten Gerüche der Krankheit mit diesem Wohlgeruch quasi vertreibt und also den einatmet, dass man sich nicht infizieren kann. Das ist also quasi der Hintergrund von diesem Bisamapfel. Natürlich hat es auch nochmal beim Duften und beim Gutriechen geholfen. Und wenn man, also der Inhalt ist ja nicht besonders schön, das ist einfach ein brauner Wachsklumpen, aber wenn man den natürlich in diesem wunderbaren, verzierten, tollen Käfig einarbeitet, der oft das Ende von einem Rosenkranz war, hat man dann auch gleichzeitig auch noch ein ganz schönes Schmuckstück. Ja. Das hat sich dann auch verbreitet. Also ich glaube auch, dass die Verbindung zu der Pest sich irgendwann mehr oder minder auflöst, weil, wie du schon gesagt hast, es gibt sie an Rosenkränzen, es gibt sie oft mit einer kleinen Kette, durch die dann der Finger gesteckt wird. Und da kennen wir ganz viele Bilder von Adligen, von Männern und Frauen, die so einen Bisamapfel haben. In der Kunstgeschichte, es gibt ab und zu Zuschreiben, da wird dann irgendwas von einem Heizapfel erzählt, das ist irgendwie ein Heizding, es ist ein Bisamapfel. Und der ist aber wirklich, wirklich oft zu finden. Also wenn wir Quellensammlung Bisamapfel machen würden, hätten wir viele, viele Einträge. Das ist irgendwann einfach so ein Accessoire eines Hochstehenden. Ist natürlich auch wieder das Schöne, ich habe die Hand voll, ich kann nicht arbeiten. Ich bin, ja, toll. Und noch dabei gut riechen. Also das ist so tatsächlich irgendwann das große, eine ganz große Sache in der Medizin, in der Mode auch, dass man so einen Bisamapfel bei sich trägt. Gibt auch ganz, ganz tolle Modelle. Gut, gibt es noch irgendwas von den Grundthemen, was wir noch gar nicht hatten? Lass mich gerade mal gucken. Ich glaube, wir haben ziemlich... Nee? Wenn das alles immer noch nicht ausreicht, dann gibt es auch noch viel, viel drastischere Methoden. Wir haben mehrere Beispiele von... Naja, Schönheitsoperation ist jetzt schon weit gesagt. Also es gab zum Beispiel im Jahr 1190 ist Markgraf Dedo, der dritte Markgraf der Lausitz, daran verstorben. Der wird auch der Feiste genannt. Der wurde aufgefordert, den König Heinrich den VI. Auf seiner Romfahrt zu begleiten. Und weil er eben der Feiste war, hat er versucht, sich Fett aus dem Körper schneiden zu lassen. Oh, Fettabsaugung im 12. Jahrhundert. Oh. Hat er nicht gut überstanden. Und ein anderes ganz berühmtes Beispiel ist Ulrich von Lichtenstein. Das ist die Figur aus Ritter aus Leidenschaft, der aber eigentlich ein Minnesänger war und mit seinem Frauendienst ein ganz wichtiges Werk geschaffen hat. Und in diesem Frauendienst, die fiktive Rolle in diesem Frauendienst, hat eine Hasenscharte, also eine Lippenkiefer-Gaumenspalte. Und weil die Dame, die er bemint, ist wirklich so höchste Minne, also er kann ja die Dame nicht rankommen, die muss... unerreichbar sein und die verspottet ihn deswegen. Und deswegen lässt er diese Hasenscharte wegmachen, also per OP in Ordnung bringen. Und so die Medizingeschichte sagt, die Beschreibung ist realistisch. Was da beschrieben wird, das klingt durchaus realistisch und sinnvoll. Und es gibt auch Beispiele, also da haben wir noch eine weitere. Oder weil wir auch so beim typischen Ritter, ich meine, so kriegt eine Wunde, da gibt es in der Medizin eine Methode, um die Narbe, also möglichst keine Narbe entstehen zu lassen oder nur eine sehr kleine, sogenannte Selbhaft. Es wird mehrfach beschrieben, dann wird auf beiden Seiten der Wunde, also bei einer Gesichtswunde wird es beschrieben, da gibt es auch ein Bild, auf beiden Seiten wird ein Stoffstreifen aufgeklebt und dann wird nicht das Fleisch, sondern der Stoffstreifen zusammengenäht. Das macht man heute auch wieder so, ja, ne? Ja, also ja. Das ist wieder so. Aber die Intention dahinter, ausdrücklich in den Beschreibungen ist, dass möglichst keine Narben zurückbleiben und dass das schöne Antlitz quasi geschützt wird. Weil ich sage es da auch immer wieder, es ist ja auch so, wenn du dir wieder beim Körperideal, gehen wir mal ein bisschen zurück aus dem 15. Jahrhundert, gehen wir mal so ins 13. Jahrhundert, da haben wir die manessische Liederhandschrift. Und da sind eben ganz viele Ritter dargestellt, auch mal außerhalb der Rüstung. Und heute würdest du hingehen und sagen, was sind das für weibliche Typen? Die tragen langes, gelocktes Haar, die Gesichter sind kaum von denen der Frauen zu unterscheiden und sie tragen bodenlange Kleider. Hippie-Kommune oder was? Genau. Und ja, das sind knallharte Kämpfer. Das sind die, die sich auf dem Schlachtfeld gegenseitig alles aus dem Leib prügeln. Da sind wir im Mittelalter. Aber tragen lange Röcke und langes, wallendes Haar. Ja, das wird im Spitzenalter. Wird das Ganze für uns in der Optik männlicher, weil die Kleidung wird kürzer, die tragen Hosen. Wenn wir dann eigentlich so die Jünglinge, also mit den Schnabelschuhen und den betonten Waden und so, das ist auch wieder nicht das, was wir uns heute unter harter Männlichkeit vorstellen. Ja? Und dass die Typen dann aus der Schlacht kommen,
harte Jungs, lange Schlacht, Rüstung und allem und dann sagen, oh, die Wunden, ich hätte ganz gern ohne Narbe. Mhm. Verständlich, ja. Verständlich, ja. Wir sind ja auch da hat sich ja auch der Haarmodus sehr geändert, ne? Mhm. Also eher Kurzhaarschnitte, mhm. Bart. Was ja. Ja, Bart kommt wenig. Und geht. Bart ja. haben wir dann im 14. Jahrhundert sind Bärte zeitlang wieder ganz in Mode. Im 15. Jahrhundert verschwinden sie dann auch wieder ganz. Gerade so Karl der Kühne ist ja so jemand, der die Mode sehr, sehr beeinflusst. Der bringt ja Schwarz als Modefarbe, aber der ist dann halt auch immer glatt rasiert. Ja? Rasur übrigens auch noch ein ganz, ganz, ach, ich weiß nicht, welches Thema wir noch gar nicht hatten. Wunderschön. Also Rasur ist im 15. Jahrhundert absolut obligatorisch. Da werde ich gleich erzählen, wie das funktioniert. Aber 100 Jahre vorher haben wir dann wieder Bart, dann haben wir lange Haare, kurze Haare. Es gibt ein Bild, das werde ich nachher noch einblenden, von, ich meine, das ist einer von den Nassauern, da gibt es ein Grabmal von ihm und da hat er sowohl gelockte Haare als auch einen gelockten Bart und es sind so Locken, weil die du siehst, die sind irgendwie mit der Brennschere gemacht oder sowas. Also eine ganz witzige Figur. Auch das gab es, ja. Nee, es ist kein Adolf, das ist ein Mauritius-Darstellung. Aha. Ganz wunderschöne Mauritius-Darstellung mit diesen gelockten Haaren. Was wir nämlich überhaupt nicht hatten, wir haben Seife kurz mal angerissen. Seife gab es im Mittelalter. Immer wieder Gerüchte, es gab im Mittelalter Seife. Es gibt Rezepte, im Hausbuch haben wir ein Rezept für Seife und eins für Jungfrauenseife. Ich habe keine Ahnung, was Jungfrauenseife ist. Und auch für Rasierseife übrigens. Ja, ja. Aber das Übliche, also wir sind uns da relativ einig, Seife war nicht üblich. Man hat da einfach einen Zwischenschritt übersprungen. Denn auch Hans Volster, habe ich zum ersten Mal gefunden, spricht vom Laugenkännchen im Badezimmer, also im Baderaum. Und Lauge ist, ich habe ein ganzes Video damit gemacht, da habe ich mich in Lauge rasiert. Lauge ist so ein Wunderding, weil du gehst an deinen Kamin, nimmst ein bisschen Asche raus, tust sie in Wasser, lässt sie 2 Tage stehen, siebst sie einmal ab und du hast deine Lauge. Fertig. Also ich vergleiche die Lauge immer mit dem Duschgel heutzutage. Mhm. Ja. Mhm. Das ist, und warum soll ich warten, bis die Seife Ewigkeiten austrocknet? Weil das dauert wirklich Wochen, ne, bis eine Seife wirklich gut ausgetrocknet ist. Mhm. Riskiere dann vielleicht, dass sie auch noch irgendwie schimmelt oder schlecht wird. Dann nehme ich lieber gleich auch Seifenlauge, bevor ich sie trocknen lasse. Oder nehme gleich die Aschenlauge, so wie du es beschrieben hast. Ja. Und das Schöne ist, chemisch, das hat mir extra ein befreundeter Chemiker genau erklärt, Lauge, die mit Fett zusammenkommt, der chemische Prozess heißt Verseifung. Da entsteht Seife und das Fett auf der Haut reicht dafür völlig aus. Und wenn ich eine Seife verwende, mache ich damit quasi, indem ich sie mit Wasser anrühre, wieder eine Lauge, die dann wieder mit der verseift oft. Also dieser Prozess der Verseifung, der kann mehrfach stattfinden, solange genug ungebundenes Fett da ist. Und ja, wenn ich mir diese Lauge ins Gesicht packe, dann entsteht da schon Seife. Das schäumt dann auch ein ganz klein bisschen. Es gibt auch Rezepte, wie man das Ganze noch, wie gesagt, parfümiert, wie es besser riecht. Aber ich habe genau den Test gemacht. Ich habe mich rasiert. Also hier ist so ein mittelalterliches Rasiermesser. Ich weiß immer nicht, warum die eine gewölbte Klinge haben. Ganz furchtbar. Und auf den Abbildungen dazu sehen wir keinen Schaum. Man hat sich offenbar ohne Schaum rasiert. Aber ich habe mein Gesicht mit Lauge eingerieben, habe mich dann rasiert und es ging tatsächlich nicht damit, mit dem modernen Rasierer. Und es ging tatsächlich ziemlich gut. Also die Haut war nicht irritiert. Ich habe wunderbar rasieren können. Also das Experiment gibt es hier auf dem Kanal ein Video zu. Hat absolut funktioniert und ich konnte mich prima mit Lauge rasieren. Ich kann noch einen Einwurf machen, also was auch funktioniert, es gibt dieses tatsächlich Rasierseifen. Du hast also quasi wie einen Block Kernseife, den schabst du zu einem Pulver, rührst den wieder zu einer Paste an mit entweder Lavendelwasser oder Rosenwasser und fügst Kräuter hinzu. Das ist einmal wieder, damit es gut riecht, aber die haben auch tatsächlich eine Nutzfunktion und diese Rasierseife, die ich kenne, da ist Speiköl drinnen. Also das ist quasi Speiklavendel und das ist das, was quasi diese kleinen Wunden beim Rasieren auch desinfiziert und ausheilt. Ja. Fand ich also ganz spannend. Ja. Und das war auch ganz explizit in der Quelle beschrieben, dass es eine Rasierseife ist. Ja. Was wir in dem Zusammenhang eben auch schon kennen, sowas wie Alaun gibt es auch damals schon. Richtig. Alaun schon aufsetzen. Weil ich sie hier gerade liegen habe, so als Thema Kämme, wir haben unsagbar viele Beispiele für Kämme. Es gibt auch für Bürsten in allen Arten Abbildung, aber bei den Kämmen haben wir eben so, der Standard, glaube ich, ist der Buchsbaumkamm. Holz. Und Buchsbaum deswegen, der hat sehr, sehr eng stehende Jahresringe, der wächst sehr langsam und deswegen kann ich diese ganz, ganz, ganz feinen Zinken hier rausschneiden. Und wir räumen gleich nochmal mit einem Mythos auf, das ist kein Läusekamm.
weil mich haben Hunderte von Besuchern gefragt, ob das ein Läusekamm wäre, weil eben die Zinken zu eng stehen. Nein. Ja. Also natürlich, Läuse sind im Mittelalter, wobei ich weiß gar nicht, ob Läuse das große Thema sind. Flöhe sind immer wieder ein Thema. Ja. Da gibt es auch Bilder, wie Leute eben behandelt werden oder sowas, wobei da ist nicht mal ein Kamm drauf zu sehen, da ist eine Bürste drauf zu sehen. Aber das heißt, also das soll einfach, ist einfach nur ein feiner Kamm, ja. Richtig. Es gibt die auch aus Horn, die hier sogar als Liebesgabe mit Honneur drauf gemacht. Und mein Liebling ist aus dem Museum in Dordrecht, ist ein Nachbau, ist nicht aus dem Museum in Dordrecht, ein Kamm aus Knochen, nicht mal Elfenbein, nur Knochen, der dann repariert wurde. Der ist in der Mitte gebrochen und ist hier repariert worden. Und ein befreundeter Darsteller aus Österreich, der macht eigentlich Spätantike, hat mir den nachgebaut, einfach weil das wollte und weil das toll fand, sowas nachzubauen. Also selbst sowas hat man noch repariert. Das ist an diesem Fund in Dordrecht sehr schön zu sehen. Das ist immer noch wichtig genug, um es zu reparieren. Und solche Kämme und solche Hygienesets, das ist quasi Tascheninhalt der Leute. Das findet man in den, also Archäologen können dann damit totwerfen, gibt es genug von. Und ganz wichtiges Accessoire, das wir dann auch noch haben, wo es auch viele falsche Gerüchte gibt, sind Spiegel. Es gibt dann oft die Idee, es gab gar keine Spiegel im Mittelalter. Wenn man in Filmen Spiegel sieht, dann sind das grob behauene, dellenüberzogene Metallflächen und das ist ein einfacher Kupferspiegel. Und darin kann ich mich absolut spiegeln. Also ich kann das mit, der ist jetzt, lag jetzt ein halbes Jahr seit der letzten Saison in der Truhe, also der ist nicht im perfekten Zustand, aber ich könnte ohne Probleme da drin eine Kontaktlinse wechseln. Also wenn ich hier mal mit dem Finger rangehe, man sieht den, das ist richtig einfach gemacht. Und, ja? Als Spiegelbild. Ja. Es gibt aber absolut halt drucksicher, das ist auch der Vorteil. Aber es gibt eben auch schon die, jetzt sehen die Leute mein ganzes Studio, guck mal, das seht ihr meine Aufnahmesituation. Spiegel aus Glas sind gewölbt. Den hast du mir übrigens mitgebracht aus Venedig, erinnerst du dich? Ich weiß, aus Venedig, ja, natürlich. Ja. Denn der ist genauso wie im mittelalterlichen Spiegel gemacht. Eine Blase aus Glas wird gemacht, das Ganze wird von innen versilbert, tatsächlich so echte Versilberung. Und dann kannst du Stücke rausschneiden, aber es gibt zu der Zeit tatsächlich noch keine glatten Spiegel. Es kommt erst später. Da kommt also, ich habe mal für einen großen Konzern gearbeitet, der ist gegründet worden, um die Spiegel für den Spiegelsaal in Versailles zu machen. Und heute ist einer der größten Baustoffkonzerne der Welt. Ja. Und die hat übrigens auch, haben auch Venezianer gemacht. Ja, ja. Aber es gibt Spiegel. Es gibt Spiegel verschiedener Art, auch ganz verschiedener Größe. Es gibt zum Beispiel so ein, also ich glaube, das ist aus den Themse-Funden in London, so eine kleine Kapsel, die man dann aufmacht. Und da ist diese dann auch ein Spiegel drin. Genau, ja. Ist ein bisschen Grünspan drauf, oder? Ja, keine Ahnung. Und da ist natürlich noch ein Kreuz drauf, hat man mehrfach, weil dahinter war ja die Sünde der Eitelkeit. Ja. Aber Spiegel waren erhältlich, waren machbar und selbst wenn ich gar keinen Spiegel habe, eine Wasserfläche spiegelt auch. Also da müssen wir auch immer gucken im bäuerlichen Bereich, wo wir eben auch ganz viele Dinge haben, wo wir auch bäuerliche Badenstuben haben, Bauern, die in Flüssen oder Bächen schwimmen, da gibt es auch Abbildungen zu. Also auch da die Idee, dass sobald du die Stadt verlässt, die Hygiene weg ist. Unwahrscheinlich. Totaler Quatsch. Ja. Nee, Mann, also alle haben sich gewaschen. Ja. Ich möchte nicht bestreiten, dass es vermutlich auch damals unhygienische Menschen gab. Es gibt aber heute Leute, bei denen sich einem alles kraust. Richtig, muss ich in der U-Bahn lieber woanders hinsetzen. Ja, genau. Und ich glaube auch tatsächlich, wenn so einige Handwerker von der Arbeit kommen oder die Bauern vom Feld kommen, da gibt es schon mal manchmal Gerüche, die übel sind, aber es hindert die halt auch dann nicht daran, sich zu waschen. Und ja. Gut, das ist ein ganz breiter Überblick über das Thema Hygiene gewesen. Also wir haben noch ganz, also gerade, ich weiß, Rita, noch jede Menge Rezepte und Dinge, die nicht genannt sind. Zum Beispiel Lippenrot. Hast du ja auch ein Rezept, haben wir auch gar nicht drüber geredet. Also es gibt da unfassbar viele Rezepte für unfassbar viel Kosmetika. Richtig, können wir noch ganz schnell machen, weil Lippenrot ist wirklich super einfach. Also ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, es gibt einmal wirklich Lippenpflege, in der dann einfach auch Kräuter drin sind, die dafür sorgen, dass man keine spröden Lippen hat. Das Lippenrot ist ein denkbar einfaches Rezept. Das ist im Endeffekt Rotholz, darüber haben wir schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Das legt man erstmal in Mandelöl ein. Also man kann es mit Mandelöl machen, mit jedem anderen Öl auch. Und lässt es ein paar Tage stehen, damit quasi die Farbe in das Öl einzieht. Dann gießt man das Rotholz ab
und bindet das Ganze einfach mit Wachs ab, also dass es quasi eine Paste gibt. Die, also das ist dann eher so eine Lippenpomade. Man darf sich das nicht vorstellen wie ein Lippenstift. Ja. Die hat es anscheinend bei den Arabern tatsächlich auch schon gegeben. Im Laufe des Mittelalters war es eher wie so ein Lippenbalsam, würde ich mal sagen. So ein kleines Tiegelchen, das man mit dem Finger dann quasi benutzt. Richtig, ein Tiegelchen mit dem Finger, also wie heutzutage ein Lipgloss funktioniert. Und dann sind wir wieder beim Thema wohlriechend. Da kann man auch noch ein bisschen Rosenwasser dazu kippen, damit es auch noch gut riecht. Ja, nicht so einfach ist Lippenpflege. Ja. Also wir haben einfach so einmal den ganzen Bereich und es gibt ja auch so Bilder, es gibt nach dem Gedicht von Hans Volz, gibt es auch so ein Hausratbild aus Nürnberg, wo man verschiedene Hausratgegenstände sieht, ist zu einer Eheschließung und auch da sieht man schon wieder Hygienegegenstände. Also die Vorstellung eines Hausrates umfasst bereits die Gegenstände, die man braucht. Ein Hausrat ohne ist quasi nicht vollständig. Also es ist absolut albern und absurd, dieses Bild aufrechtzuerhalten, das Mittelalter sei irgendwie besonders dreckig und überhaupt nicht gepflegt. Und selbst wenn wir jetzt ins Frühmittelalter gehen, da gibt's ja zum Beispiel Berichte über Angelsachsen, die darüber klagen, dass die Wikinger so viel Körperpflege betreiben. Also wir haben auch im Frühmittelalter schon Badekultur, wir haben auch schon, wir finden Kämme und Ähnliches. Also wir wissen, dass auch da auch die Männer sich gepflegt gehalten haben. Ich ärgere mich immer wirklich über dieses Klischee, weil es einfach so vollkommen haltlos ist und unter einem Meer von Gegenquellen ertrinkt. Richtig. Ich habe übrigens in der Vorbereitung versucht, so ein ganz schlimmes Beispiel aus einem von den schlimmen Mittelalterfilmen zu finden, über ungepflegte Frauen. Ich habe nichts gefunden. Also es ist bei all diesen ganz schlimmen Filmen, die wir immer zerreißen, ganz auffällig, dass die Männer oft sehr, sehr so abgewetzt, dreckig, schmutzig, schmutzige Klamotten. Ich habe keine Darstellung von einer Frau gesehen, die so aussieht. Habe ich nicht geguckt, aber ob du jetzt Ritter aus Leidenschaft, der 13. Ritter, der Medikus, die Damen sehen alle sehr, sehr gepflegt aus. Manchmal wirkt es dann auch total unrealistisch. Es ist alles schmutzig und dann hast du diese wunderbare, herausgeputzte Frau, die aber halt immer grundsätzlich modern rausgeputzt sind. Das ist das Stichwort Eye Candy. Absolut Eye Candy. Ist für den Zuschauer gemacht. Ich glaube, wenn du in Dokumentationen gehst, dann findest du auch hässliche und dreckige Frauen. Wahrscheinlich. Die Dokumentation kennt da nichts. Ja? Aber nehmen wir sowas wie The Last Duel, wo dann auch die Frau besonders schön herausgeputzt wird, werden die beiden männlichen Hauptrollen eine Frisur verpasst bekommen, wo du denkst, Unter mit einem schmutzigen Hemd und alles und siehst da so dieses strahlende Ding, aber natürlich auch nicht besonders historisch belegt. Fängt bei den Frisuren an, über die Mode, da brauchen wir gar nicht reden, hast du oft genug gemacht. Ne? Auffällig. Das ist bei Frauenrollen wie das umgesetzt wird. Genau, das ist bei Frauenrollen aber auch immer ein großes Problem, die Schauspielerin, also zu einer Schauspielerin zu gehen und sagen, so, wir stellen dich jetzt so da, wie es zu der Zeit passt, ist natürlich nicht der heutige Schönheitsgeschmack und da ist natürlich die Sorge um die eigene Karriere, den eigenen Ruf und so. Das kann ich schon fast nachvollziehen. Also, das ist so irgendwie, geh mal zu einer Oberliga-Hollywood-Schauspielerin und sag ihr, wir machen dich jetzt zurecht wie Maria von Burgund 1470. Berufsrisiko. Ja, komm, wir rasieren jetzt mal die Stirn. Schnick. Ja. Schnick. Wenn ihr noch Fragen habt, Rita wird ab und zu mal in die Kommentare schauen und gucken, ob es irgendwelche Fragen gibt und hat, wie gesagt, auch ganz, ganz viele Quellen und kann da auch weiterhelfen mit Sachen, habt ihr schon gehört, es gibt sowas wie die Trotula, es gibt die Schriften von Hans Volz, es gibt da wirklich Quellen, die auch erschließbar sind, da muss man nicht irgendwie sich durch Paläographie wühlen und so, da kann man rankommen. Schreibt also in die Kommentare, was euch interessiert, was ihr für Anmerkungen habt, was ihr für Beispiele kennt, all das würde mich wahnsinnig freuen. Rita, es freut mich wahnsinnig, dass du da warst. Ich war lang hinter dir her, aber du hast ein Berufsleben, wie albern. Deswegen umso schöner, dass es jetzt geklappt hat und wir diesen Film bekommen haben. Jetzt muss ich nur noch 3 oder 4 andere Leute hinter, denen ich noch länger her bin, dazu bringen. Ja, ich war gar nicht die Längste. Ach, bei weitem nicht. Es gibt den Running Gag mit dem Video über Recht. Das war das zweite Video, das ich auf diesem Kanal angekündigt habe. Das gibt es bis heute nicht. Bis heute nicht, na gut. Also mein schlechtes Gewissen hat mich geplagt, das war alles halb so schlimm. Und es war mir ein absolutes Vergnügen und das ist einfach ein Thema, über das ich gern spreche und vor allem natürlich gerne mit dir darüber spreche. Ja. Ist auch ein super Thema. Ja, ich hoffe, dass wir demnächst wieder mal eine Veranstaltung zusammen haben. Das ist auch immer sehr, sehr schön.
Ja, danke, dass du da warst. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.